Wunderschöne neue Tag. Vor uns liegt der wunderschöne neue Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Vocera! Was? Du glaubst doch nicht, dass die Bauchschleifer Zera haben? Oh nein, nein, nein! Arme Zera! Hä? Huh? Zera! Was ist denn? Zera! Hey, du lebst, Zera! Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Bauchschneppers nicht Zera geschnappt? Das war knapp. Ich saß in der Falle. Steine lagen mir im Weg, aber dann sind sie plötzlich abgehauen. Du hast die Bauchschleifer in die Flucht geschlagen? Als die Steine runtergefallen sind, haben die Bauchschleifer Angst bekommen. Zera Bauchschleifer Angst gemacht? Du hast uns gerettet. Japp, japp, japp. Naja, eigentlich nicht wirklich. Zera hat sie in die Flucht geschlagen. Und das ganz allein. Hört mal, ich... Also schön gut von mir aus. Zera? Zera hat den Bauchschleifern Angst eingejagt. Jetzt sind sie wieder ins geheimnisvolle Jenseits geflüchtet. Eigentlich hatte ich nur... Zera ganz doll mutig. Wir müssen sehen, wo sie reingekommen sind und das Loch versperren. In der Zwischenzeit seid ihr Kinder zu Hause besser aufgehoben. Na schön. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten wir von dieser Öffnung nichts erfahren. Danke, Kinder. Zera, ganz großes Held. Hä? Oh, mir allen erzählen, dass Zera großes Held. Nein, warte! Das ist ja auch egal. Alle herhören! Zera ist großes Held! Zera uns gerettet vor Bauchschleifers! Mutige Zera Bauchschleifers in die Flucht geschlagen! Zera ist ganz großes Held! Da ist sie ja! Das Heldenmädchen! Seht mal, Freunde, die Baumsterne!
Warum fallen sie plötzlich runter? Sie hat die Heldin lieber hoch. Sie hat die Bauchschleifer verjagt. Sie hat gekämpft ganz unverzagt, mutig und heldenhaft. Großen sind davon gerannt, obwohl Zera noch so klein ist. Sie hat ins Jenseits sie verbannt, was keiner ihr vergisst. Zera, Zera, die Heldin lebe hoch, die Heldin lebe hoch. Was sie getan ist wunderbar, erzählt den anderen, wie es war. Sie ist ein Superstar, das Dreihornmädchen Zera. Zera, unsere Heldin Zera. Ich wusste schon immer, dass du etwas ganz Besonderes bist, Zera. Na, Langhals? Weißt du, was meine Tochter gemacht hat? Ja, ich war an diesem Morgen mit ihr zusammen. Sie hat die Bauchschleifer mit links in die Flucht geschlagen. Ja, ich denke, das wird dich interessieren. Wir haben den Eingang in der Felswand verschlossen. Und von den Bauchschleifern war weit und breit nichts zu sehen. Natürlich nicht. Wenn ein Dreihorn jemanden verjagt, dann lässt er sich nie wieder blicken. Ist doch so, Zera, oder? Naja, das hoffe ich. Eigentlich habe ich nichts Besonderes gemacht. Keine falsche Bescheidenheit. Du bist eine Heldin. Du hast gekämpft, während deine Freunde weggerannt sind. Nur gut, dass sie nach ihrem Vater kommt, was, Langhals? Wer von euch möchte die Geschichte vom mutigen Dreihornmädchen hören? Ja, die Geschichte. Na dann erzähl mal, Zera. Naja, wir haben in der Nähe vom Kreis der Felsen rumgetobt und... Hier oben vom Rednerfelsen und sprich etwas lauter. Littlefoot und Chomper und ich... Komm gleich zu deinem Teil. Entschuldige, Papsi. Also schön, los geht's. Da stand ich nun allein diesen Bauchschleifern gegenüber und... Sie war in die Enge getrieben, wisst ihr? Richtig. In die Enge getrieben von den Bauchschleifern. Ich stieß gegen die Felsbrocken. Nein, nein. Sie ist viel zu bescheiden. Aber wir wollen hören, wie es wirklich war. Ist doch so, oder? Ja, also los, raus damit. Oh, mir will auch. Das sehr spannende Geschichte. Erzähl uns, wie mutig du warst, Zera. Und wie du die stinkigen Bauchschleifer ins geheimnisvolle Jenseits zurückgejagt hast. Ja, genau. Du hörst, was sie sagen, Zera. Nun erzähl ihnen schon deine Geschichte. Na schön. Ich war also umzingelt. Von den fiesesten Bauchschleifern, die man je gesehen hat. Und sie schnappten nach mir mit ihren riesigen, ungeputzten Zähnen. Sie wollten meinen Freunden wehtun. Gruselig! Oh, nein, nein, nein! Oh, doch. Aber das konnte ich nicht zulassen. Also, tja, Also lockte ich sie in eine Schlucht. Oh. Um meinen genialen Plan in die Tat umzusetzen. Wenn du nicht beleidigt bist, Spikey, dann reite ich heute lieber auf Zera, dem mutigen Dreihornmädchen. Hm. Natürlich nur, wenn du damit einverstanden bist, Zera. Ja, klar. Gute Idee. Du ganz sicher, wenn bei Spielen irgendwas Böses passieren. Was sollte denn beim Spielen passieren? Nichts wird während des Spielens passieren. Außer, dass meine Mannschaft gewinnt.
warst du gestern die große Heldin, Zera. Aber heute bist du nur ein ganz normales Dreihornmädchen. Also los, zeig, was du drauf hast. Was ist denn? Wir wollten nur das mutige Dreihornmädchen sehen. Jetzt habt ihr sie gesehen. Erzähl ihnen die Geschichte, wie du die Bauchschleifer in die Flucht geschlagen hast. Oh ja, bitte. Erzähl uns alles. Bitte, Kleines. Ich habe die Geschichte doch schon gestern erzählt. Oh, da war ich unterwegs. Ich war auch nicht da. Ich kenne die Geschichte auch nicht. Das super Geschichte. Und Zera ganz doll tapfer und mutig. Naja, ich war schon irgendwie ganz mutig. Und du hast das große Tal vor den Bauchschleifern gerettet. Das war wirklich unglaublich, nicht wahr? Jeder weiß, dass Bauchschleifer gefährlich sind. Aber ich wusste schon immer, wie man mit ihnen umgeht. Als sie meinen Freunden hinterherjagten, wusste ich, wie ich sie aufhalten kann. Egal, wo wir hingehen, überall wollen sie ihre Geschichte hören. Sie hat bestimmt nichts dagegen. Über Zera zu sprechen ist eine von Zeras Lieblingsbeschäftigungen. Da hast du recht. Naja, das geht schon klar. Sie hat es ja auch verdient. Und dann befreite ich mich aus der Falle. Ich schubste die großen Steine auf die Bauchschleifer und jagte sie davon. Bauchschleifer auf der einen Seite und Bauchschleifer auf der anderen Seite. Oh! Hallo, Littlefoot. Ruby, ihr wollt wohl auch die Geschichte meiner Tochter Zera hören, was? Nein, die kennen wir doch schon. Im Gegensatz zu meinen Freunden rannte ich nicht weg. Ich wusste, wie ich sie aufhalten kann. Diesen Teil haben wir aber noch nicht gehört. Dann jagte ich den rot gepunkteten Bauchschleifer den ganzen Weg zurück. Aber seine beiden Freunde... Waren das denn drei? Das waren doch nur zwei Bauchschleifer. Naja, vielleicht habt ihr den dritten ja nicht gesehen. Denn immerhin seid ihr ja weggerannt. Oh. Ich glaube, es ist total feige. Ach, wo war ich gerade? Ach ja, zwei neue Bauchschleifer tauchten auf. Und sie waren riesig. So groß wie zwei große Bäume. Von so einem großen Bauchschleifer habe ich noch nie gehört. Aber von solchen Typen lasse ich mich doch nicht aus meinem Tal verjagen. Sie stapften mit ihren gigantischen Füßen auf. Doch ich versperrte ihnen den Weg und sagte, ihr verschwindet aus meinem Tal! Was? Und sie rannten davon ins geheimnisvolle Jenseits, um nie wieder zurückzukehren. Alle gehören ja Jeder, der die Geschichte von dem unglaublich mutigen Dreihornmädchen noch einmal hören möchte, kann herkommen, kurz bevor die große helle Scheibe den Himmel verlässt. Immer wenn ich die Geschichte von ihrer Heldentat höre, erfahre ich neue Dinge, die passiert sind. Ja, weil sie immer, wenn sie die Geschichte erzählt, die Geschichte neu erzählt. Oh, mir nicht geweiht, dass Bauchschleifer so groß werden. Hey! Vielleicht rieche ich die Bauchschleifer deswegen immer noch, weil sie so groß sind. Hä? Du kannst sie immer noch riechen? Ja, seit dem Tag, als sie sie verjagt hat. Ganz egal, wie groß sie sind, wenn sie im geheimnisvollen Jenseits sind, dürftest du sie nicht mehr riechen können. Es sei denn, sie sind gar nicht zurückgelaufen. Nein, Zera, die Bauchschleifer sind ins geheimnisvolle Jenseits zurückgejagt. Die haben ganz schön rumgestampft. Wenn sie wirklich so viel rumgestampft haben, haben sie doch auch Fußabdrücke hinterlassen. Wir sollten zum Kreis der Felsen gehen und nachsehen. Dann wissen wir, welcher Teil von Zeras Geschichte der Wahrheit entspricht und welcher Teil von Zeras Geschichte nicht der Wahrheit entspricht. Da ist der Kreis der Felsen. Das muss Ort sein, an den Zera Bauchschleifers verjagt hat. Aber ihren Gestank hat sie nicht verjagt. Na und? Das heißt nicht Bauchschleifers hier. Ja. Vielleicht Bauchschleifers doch hier. Das kommt aus der Richtung. Ja.
Deshalb kann ich sie immer noch riechen. Oh, oh. Aber sie hat sie doch davongejagt. Hast du gesehen, wo sie hingelaufen sind? Ja, der Weg führt nach Hause. Wir müssen die anderen warnen, schnell. Also, Zera gar nicht kein Held? Bestimmt wissen alle im geheimnisvollen Jenseits schon über mich Bescheid. Vielleicht erzählen sie dort auch gerade die Geschichte von dem mutigen Dreihornmädchen, so wie wir. Aber für die ist das eine Gruselgeschichte. Niemand legt sich mit dem unglaublich mutigen Dreihornmädchen an. Vielleicht werde ich mich demnächst mal um Rotklaue kümmern. Die Bauchschleifer, sie sind wieder zurück. Sie sind wieder da. Hier? Völlig unmöglich. Hast du nicht die Geschichte gehört? Ja, aber die wirkliche Geschichte habe ich gerade selbst gesehen. Und Petri, Littlefoot und Chomper auch. Jawohl. Und ich habe sie mit meiner Nase geschnüffelt. Warum könnt ihr nicht akzeptieren, dass Zera besser ist als ihr? Sie hat sie für immer davongejagt. Punkt. Schluss. Aus. Die Bauchschleifer haben zu viel Angst vor Zera, um zurückzukommen. Ist doch so, Zera, oder? Zera? Seid ihr sicher, dass das Bauchschleifer waren? Vielleicht habt ihr euch ja geirrt. Du hast gesagt, du hast die Riesenbauchschleifer verjagt. Naja, vielleicht waren sie ja gar nicht so riesig. Aber sie sind doch vor dir weggelaufen, nicht wahr? Sie sind weggelaufen, aber ich habe nicht gesehen, wohin. Eigentlich habe ich ja gar nichts Besonderes gemacht. Zufällig sind ein paar Steine runtergefallen und dann sind sie abgehauen. Ich habe sie gar nicht verjagt. Das bedeutet, die Bauchschleifer sind immer noch im großen Tal. Das versuchen wir euch ja die ganze Zeit zu sagen. Dann ist sie kein Held. Sie hat gelogen. Wie gemein. Und wir dachten, sie wäre mutig. So ein Schwindel, sowas tut man doch nicht. Sie hat uns reingelegt mit Lügengeschichten. Nie zuvor hat sich das jemand geleistet. Und jetzt sind wir in Gefahr, das ist wahr. Doch was ist jetzt? Das Dreihornmädchen schützt uns nicht davor. Unser Tal ist wieder in Gefahr. Sie war gemein, hier darf sie nicht sein. Jagt sie davon. Freunde. Bitte beruhigt euch. Wir hätten einfach die Sicherheit unseres großen Tals nicht den Kindern überlassen dürfen. Das ist unsere Aufgabe und jetzt müssen wir diese Bauchschleife aufspüren und sie für immer davonjagen. Du solltest lieber hier bleiben. Ich kann nicht glauben, dass ich gedacht habe, du wärst das unglaublich mutige Dreihornmädchen. Nein, nein, nein! Warum hast du uns Geschichten erzählt, die gar nicht wahr sind? Papsi? Ich bin sehr, sehr von dir enttäuscht. Aber Papsi! Spar dir die Worte. Ich muss darüber nachdenken. Das ist alles die Schuld von diesen Bauchschleifern. Wenn die nicht gekommen wären, jetzt sind mir alle für immer und ewig böse. Sogar mein Papsi. Wenn sie nicht weggelaufen wären, dann hätte ich ihnen bestimmt Angst eingejagt.
Mit meinem lauten Brüllen. Zum Beispiel so. Hab sie? Lasst meine Tochter zufrieden. Dass ihr wegkommt, verschwindet! Ich doch gesagt, es war ein Dreihorn. Sorgen wir dafür, dass sie nie wieder zurückkehren. Es tut mir leid, Papsi. Nein, mir tut es leid. Ich habe dich dazu getrieben, die Geschichte immer mehr auszuschmücken. Trotzdem habe ich geschwindelt. Das hätte ich nicht tun dürfen. Aber es war so ein tolles Gefühl, eine Heldin zu sein. Ach, Zera, du wirst immer mein unglaubliches Dreihornmädchen sein. Danke, Papsi. Und außerdem, niemand nimmt es mit einem Dreihorn auf. Diese Baumleckereien sehen köstlich aus. Ich kann es kaum abwarten, bis sie runterfallen. Du musst keinen Augenblick länger warten, Tria. Ich kümmere mich schon darum. Für dich, mein Schatz. Oh. Danke, Tapsilein. Ach, Erwachsene. Siehst du, Zera? Drei Hörner können alles erreichen, was sie wollen. Und sie machen es immer am besten. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Ich da rankomme, aber ich muss es versuchen. Ich muss. Das ist viel zu hoch. Hm.
runterkriegen. Ich schaff das schon. Oh. Ah. Halt, Baumstamm! Halt, halt, halt! Ich falle gar nicht runter, ich laufe! Los, Baumstamm, los, los, los! Papsi, glaubst du wirklich, dass Dreihörner alles machen können, was sie wollen? Ja, selbstverständlich, Zera. Na, 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 Tapsi. Naja, wenigstens einer glaubt mir hier. Ich wünschte, es wäre wahr. Aber es ist wahr, Zera. Du bist ein Dreihorn, sei drauf stolz. Wir sind aus besonderem Holz. Alles, was wir machen wollen, bringen wir sofort ins Rollen. Ganz egal was, alles macht dir Spaß. Du kannst dies oder das. Alle Sachen gehen, du wirst schon sehen. Bäume trete ich mit dem Bein. Ich zerschlage jeden Stein. Ich hab einen starken Willen. Und ich kann laut brüllen. Ganz egal was. Komm, wir haben Spaß. Du kannst dies oder das. Alles läuft wie es soll. Wir sind wundervoll. Dreihörner sind toll. Und was sagst du jetzt, Zera? Ja, du hast recht. Dreihörner schaffen alles, was sie wollen. Seht mal hier, Freunde, ich hab einen neuen Trick. Ich nenne es Baumstammlaufen. Wenn ihr genau aufpasst, dann könnt ihr das auch. Zuerst müsst ihr raufklettern. Das ist ganz schön schwierig. Dann steht ihr auf. Das ist noch viel, viel schwieriger. Und nicht runterfallen. Das ist das Schwierigste vom Ganzen. Und jetzt fangt ihr an zu laufen. Immer schneller und schneller. Je schneller, desto besser. Jetzt bin ich so schnell wie der Wind. Das macht Spaß. Japp, japp, japp. Oh ja, das müssen wir auch versuchen. Baumstammlaufen wird euch Spaß machen. Japp, japp, japp. Und man kann es ganz leicht lernen. Ich zeig euch gern, wie es geht. Oh ja! Hey, ich versuch's jetzt mal, Ducky. Ist nicht so schlimm, wenn ich nass werde. Macht Platz, ich will's auch versuchen. Los, komm ins Wasser, Petri. Petri, nicht ganz sicher. Littlefoot erst versucht. Oh nein, nicht ich, Petri. Hm? Vierbeiner wie wir können die Beine beim Laufen nicht so dicht zusammensetzen. Aber wir sehen uns das gerne an. Alles klar, auf ihn mit Gebrüll. Das hat Spaß gemacht, zumindest zu Anfang. Das sieht gar nicht so schwer aus. Seht ihr? Es ist Kinderlach. Los, komm, Petri. Du bist dran. Petri, nicht sicher mit die Sache. Ich nicht guter Renner wie Chomper. Ich fliege. Naja, wenn du merkst, dass du fällst, kannst du ja einfach von dem Baumstamm wegfliegen, Petri. Ach ja. Mir kann fliegen. Also schön, mir versucht mal. Mir gebt auf.
Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Wir müssen einfach nur so lange üben, bis wir nicht mehr üben müssen. Ja, bis wir es genauso gut können wie Ducky. Oder sogar noch besser. Jumper, du bist im Baumstammlaufen niemals besser als ich. Oh nein, nein, nein. Übt doch alle einfach noch ein bisschen. Wenn ihr soweit seid, dann machen wir ein Spiel und sehen, wer der beste Baumstammläufer ist. Dieses Spiel wird Spaß machen. Vor allen Dingen, wenn ich gewinne. Man soll die Schlüpflinge nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind. Ganz genau, weil mir gewinnen wird, ganz klar. Oh nein, nein, nein. Ich werde gewinnen, wenn ich mal wieder auf meinen Baumstamm rauf könnte. Hallo, Leute. Was ist das für ein Spiel? Das große Baumstammrennen. Chomper, Ruby, Petri und Ducky wollen sehen, wer am längsten auf dem Baumstamm laufen kann. Hey, ihr macht das toll! Das ist ein Spiel für Zweibeiner, nicht für Vierbeiner wie uns. Wow, wow, wow. Wow. Oh. Dieses Baumstammrennen sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Hä? Huh? Drei Hörner können alles besser als alle anderen, egal ob Zweibeiner oder Vierbeiner. Das steht felsenfest. Ich zeig's euch. Geht beiseite, Zweibeiner. Ich werde euch mal zeigen, wie ein wahrer Meister das macht. Was ist passiert? Oh, gar nichts. Danke für deine Hilfe, Spike. Wir sehen uns nachher an der Wasserstelle. Na schön, dann erzähl mal, warum humpelst du, Zera? Ich bin auf einem Baumstamm ausgerutscht, halb so wild. Oh, das sieht nicht gut aus. Dein Knöchel ist ja ganz geschwollen. Ja, das wird die Schmerzen lindern. Tricia, du holst ein bisschen Modderpampe für Zeras Knöchel. Ach, das ist doch nicht nötig. Ich muss wieder zurück und Baumstammlaufen üben. Das glaube ich aber nicht. Auch wenn es dir jetzt besser geht, musst du deinen Knöchel eine Weile schonen, Zera. Zera. Igitt, ich hab doch gesagt, ich will keine Modderpampe. Das macht Riesenspaß. Oh ja, und wie? Mir möchte auch viel Spaß haben. Jetzt Beeilung und einer runterfällt. Wir brauchen noch einen Baumstamm, Petri. Los, komm schon, Spikey. Was meinst du, Spike? Kannst du einen umhauen? Wow, das hast du toll gemacht. Super, und jetzt schnell zurück. Petri! Danke, Freunde!
Du und Spikey, ihr müsst das unbedingt auch mal probieren, Littlefoot. Das wird euch gefallen. Oh nein, das kannst du knicken. Du hast ja gesehen, was mit Sarah passiert ist. Ja? So, alles wieder gut. Danke für deine Hilfe. Bist du sicher, dass alles wieder in Ordnung ist? Absolut. Jetzt muss ich das Baumstammrennen gewinnen. Das schaffe ich doch mit links. Wenn es so leicht ist, warum hast du dir dann wehgetan? Sowas kann schon mal passieren, aber ich krieg das hin, denn ich bin ein Dreihorn. Und genau das macht mir Sorgen. Was macht dir Sorgen, hä? Gar nichts, Tapsi. Zera hat sich vorhin nur ihren Knöchel an der Wasserstelle verstaucht, aber jetzt ist wohl alles wieder gut. Ja, sieht ganz so aus. Ein verstauchter Knöchel kann doch ein Dreihornmädchen nicht umhauen. Papa hat recht, Tria. Ich fühle mich super. Ich muss zum Wasser zurück und mit dem Baumstamm üben. Ich will doch das Spiel gewinnen. Baumstamm? Spiel? Was soll denn das heißen? Meine Freunde machen einen Baumstammlaufwettkampf und ich möchte ihn gewinnen. Was genau ist denn Baumstammlaufen? Naja, man wirft einen Baumstamm ins Wasser, klettert drauf und läuft. Und dadurch dreht sich der Baumstamm unter dir. Es ist ganz leicht. Warum solltest du so etwas Verrücktes machen? Um zu beweisen, dass Dreihörner alles können, was sie sich vorgenommen haben. Und dass sie in allem die Besten sind. Das hast du mir doch gesagt, Papsi. Natürlich können Dreihörner alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Allerdings setzen sie sich nicht in den Kopf, auf Baumstämmen herumzulaufen. Aber Papsi, davon hast du nichts gesagt. Du hast gesagt, Dreihörner können alles. Schon vergessen? Ja, aber das nicht. Schlag dir dieses verrückte Spiel aus dem Kopf, Zera. Manche Dinge gehen eben einfach nicht. Das ist so gemein. Ich hab Papa geglaubt. Musste das denn sein? Ich seh, dass ich Papa egal bin. Und das tut ganz schön weh. Sehr weh. Ich will lauthals schreien, Felsen zerschlagen, wütend sein. Ihr steht mir im Weg, ich bin sauer. Irgendwie fehlt mir der Sinn. Nichts haut hin, doch ganz egal, wie laut ich schrei und brüll. Es hilft mir nicht, denn ich fühl mich immer noch so mies. Das ist nicht gerecht. Und was jetzt? Jetzt gibt es nur eins für mich. Ich muss allen beweisen, dass ich dieses Baumstammrennen gewinnen kann. Ich denke, ihr seid soweit. Wir starten den großen Wettbewerb im Baumstammlaufen. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Ich habe fertig. Ducky, Ruby und Chomper machen das super gut. Das könnte eine Weile dauern. Halt! Augenblick! Sofort aufhören! Ich bin die Einzige, die noch oben ist. Hab ich etwa gewonnen? Ja, Ducky, du hast... Immer langsam mit den jungen Dinos. Ihr habt ohne mich angefangen. Das ist gemein. Das zählt nicht, weil ich auch mitmachen will. Was ist denn mit deinen Knöchelzehrer? Du solltest nicht... Mir geht es bestens. Wo ist mein Baumstamm? Kein Problem, ich hol mir einen. Ducky nicht gewinnt? Naja, irgendwie schon. Und wiederum nicht. Das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein Spiel. Ah!
ein Spiel, den werde ich zeigen. Drei Hörner können alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Warum bleibe ich nicht auf diesem blöden Baumstamm drauf? Wow! Pass auf, Zera! Du kommst zu dicht an das schnelle Wasser ran! Ich krieg das schon hin! Immerhin bin ich ein Dreihorn! Oh oh! Wir müssen sie aufhalten, sonst gerät sie in das fallende Wasser! Ruby, Chomper, Ducky, versucht mit euren Baumstämmen Zera einzuholen. Juhu, alles klar. Kehrtwende und ab geht die wilde Fahrt. Passt auf, nicht, dass wir euch auch noch retten müssen. Die Baumstammläufer, Rettungsgruppe eilt zur Hilfe. Littlefoot, mir helft auch. Na schön, Petri. Du passt von oben auf Zera auf. Tria, hast du Zera gesehen? Nein, Schatz. Tja, dann werde ich mal nach ihr suchen. Wenn sie zur Wasserstelle gegangen ist, um dieses verrückte Spiel zu spielen, obwohl ich es ihr verboten habe, dann werde ich... Ich weiß, Tapsi, ich weiß. Dann wirst du ziemlich sauer. Aber denk dran, Schatz, du warst auch einmal jung. Was, ich? Ruby, Chomper, Ducky! Könnt ihr euch nicht beeilen? Wir versuchen's, aber es geht nicht schneller. Ja! Vielleicht kannst du versuchen, ein bisschen langsamer zu sein. Na toll, als ob ich das nicht schon versucht hätte. Halt, Zera! Hilfe! 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 Das war doch Zera. Sie treibt auf das fallende Wasser zu. Ich werde sie retten. Der Felsen müsste das schnelle Wasser blockieren und Zera davor schützen, runterzufallen. Aber Herr Dreihorn, der Felsen ist riesig. Nichts und niemand kann den bewegen. Was ein Dreihorn sich in den Kopf gesetzt hat, das schafft es auch. Ich werd's dir zeigen. Beide helfen ihnen. Also schön, Jungs. Versuchen wir es alle drei zusammen. Schneller, Zera, gleich hier. Sekunde. Danke, Freunde. Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Wie konntest du nur? Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Wir haben unser Spiel noch nicht beendet, Zera. Willst du noch mitspielen? Oh nein, lieber nicht. Zera hat ihre Lektion gelernt. Lektion? Ha,
Von wegen, ich muss gar nichts mehr beweisen, denn immerhin bin ich die ganze Zeit im schnellen Wasser auf meinem Baumstamm geblieben. Das kann ja nun wirklich nicht jeder. Aus der Schlucht der Glitzersteine? Nein, den habe ich hier gefunden. Der ist hübsch, nicht wahr? Wow. Was ist denn los, Tricia? Sie hat Hunger. Wir haben einen großen Baumsternbaum entdeckt, aber die Baumsterne hängen zu hoch, um da ranzukommen. Ich hol dir ein kleines Appetithäppchen. Heute ist alles zu hoch für mich. Nein! Autsch! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh, und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Was hast du mit meinem hübschen Stein gemacht? Ach, das ist alles, was dich interessiert, dein hübscher Stein? Aber dass ich mir blaue Flecken geholt habe, als ich versucht habe, ihn zu retten, ist dir egal, na toll. Zera! Also schön, versteckt euch, Freunde. Ein Baumstern, zwei Baumsterne, drei Baumsterne, vier Baumsterne. Wieder unser Versteck auf. Nicht gefunden. Hab ich doch. Ich hab dich da gesehen und jetzt bist du hier. Also muss ich dich auch gefunden haben. Robi hat recht. Sie dich gefunden.
bist dran, Zera. Japp, japp, japp. Wie kann ich dran sein, wenn ich euer Spiel gar nicht mitgespielt hab? Zera, ist alles in Ordnung? Nein. Ich hab Tria angemotzt, weil sie sich um ihren hübschen Stein mehr Sorgen gemacht hat als um mich. Warum hast du das gemacht? Ich hab's ja nicht so gemeint, aber ich war irgendwie sauer. Und warum warst du sauer? Naja, durch einen kleinen Unfall ist ihr Lieblingsstein in das schnelle Wasser gefallen. Wenn das nur ein Versehen war, dann kannst du einfach sagen, ups, ebs, und dich bei ihr entschuldigen. Was soll ich sagen? Du sagst nur, ups, ebs, ups, ebs, das war ein Versehen. Ups, ebs, ups, ups, ebs. Ups, ebs, ups, ebs, das war ein... Ups, ebs, ups, ups, ebs. Ich war ganz allein und verlor Trias Stein. Ups, ebs, ups, ebs. Ich hab laut geschrien, das war gar nicht schön. Ups, ebs, ups, ebs. Er sollte nicht ins Wasser knallen. Nein, nein. Sie war traurig, das hat ihr nicht gefallen. Ups, ebs, ups, ebs, das war ein Versehen. Ups, ebs, ups, ups, ebs. Es hat laut gekracht, du hast Mist gemacht und du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Dann sag, ups, ebs, ups, ebs, das war ein Versehen. Ups, ebs, ups, ups, ebs. Das war ein Versehen. Ups, ups, ups. Ja, ja, ja. Jetzt sagst du einfach ups, ups zu Tria und dass dir die Sache mit dem verlorenen Stein leid tut. Das ist ja schön und gut, Ducky, aber... Aber das reicht nicht aus. Ich muss noch mehr machen. Hey, wie wär's, wenn wir Tria alle Baumsterne bringen, die wir aufgehebt haben? Bevor wir bei ihrer Schlafstelle sind, hat Spike sie längst aufgegessen. Ich weiß was. Wir könnten ja ein paar Fusselkrabbler oder ein paar Bummflieger bringen. Die hast du alle aufgefuttert. Ich weiß was. Wir können doch zur Schlucht der Glitzersteine gehen und Tria einen neuen Stein bringen. Ja! Petri, was ist denn los? Ich... Nicht sicher, ob ich hingehen will. Wieso denn nicht? Schlucht der Glitzersteine in die Nähe von rauchenden Berg. Ja, und? Ich nicht mag rauchender Berg. Das ist böser Ort, viel zu rauchig. Also das verstehe ich nicht. Was ist denn am rauchenden Berg so schlimm? Das ist großer, schwarzer Rauch, der macht die Himmel dunkel und spuckelig. Manchmal sind es da ganz schüttelig. Wie Zera, wenn sie stinksauer. Hm? Petri, wir machen nur einen kleinen Spaziergang am rauchenden Berg vorbei. Das wird dir Spaß machen. Das ist steinstark. Auch wenn es da manchmal bebt wie Zera, wenn sie sauer ist, muss es nicht so gruselig wie Zera sein. Nein, nein, nein. Das war nicht so gemein. Hast du denn den rauchenden Berg überhaupt schon mal gesehen? Was denkst du denn? Von ganz weit weg. Ich wette, von nahem ist er nur halb so schlimm. Du kannst drüber wegfliegen und ihn dir ansehen. Was? Der Rauch vielleicht so dick, dass ich mir verfliege oder an irgendwas ranfliege? Ja, das wäre blöd. Also schön, dann ich bleib lieber zu Hause. Petri, hör mal. Niemand will, dass du etwas tust, wovor du Angst hast. Alles klar. Danke. Moment. Sie denken, ich ängstlich? Oh. Ah. Hey, wartet auf mir!
rauchende Berg. Wow, der rauchende Berg ist ja tatsächlich ein Berg, der raucht. Manche nennen ihn auch den Krachberg, weil er manchmal Krach macht. Er macht Krach? Im Moment jedenfalls nicht. Die Schlucht der Glitzersteine ist gleich hinter dem Berg. Das an. Der rauchende Berg ist wunderschön. Ja, wirklich. Finde ich auch. Er sieht gar nicht so schlimm aus. Nicht wahr, Petri? Nein. Und die Schlucht der Glitzersteine ist gleich da drüben. Wir laufen einfach über den Rand und 1, 2, 3, fix sind wir da. Siehst du, Petri, hier gibt's nichts, wovor du Angst haben musst. Petri, nicht ängstlich, klar? Petri, keine Angst vor rauchenden Berg. Ehrlich gesagt, ich könnte auch über rauchenden Berg fliegen, wenn ich will. Huh? Petri, tu's nicht. Das musst du wirklich nicht machen. Doch, ich das machen. Alle Augen aufgesperrt. Er macht es tatsächlich. Ich es gemacht. Ich fliege über rauchenden Berg. Oh nein! Ich nicht hätte tun sollen. Jetzt der Berg sauer auf mir. Ich flieg ja schon! Es ist vorbei. Wir haben's geschafft. Da haben wir aber Glück gehabt. Glück? Das war Unglück. Ich beinahe von Feuersteinen getroffen. Und die ganze laute Krachbumm nur meine Schuld. Wie kommst du denn auf die Idee? Rauchender Berg mag nicht Flieger. Ich ihn sauer gemacht. Das ganz schlimmes Ort. Das ist doch verrückt. Petri, dein Flug hat den Berg nicht sauer gemacht. Woher du wissen? Ich fliegen drüber, ihr macht Bumm. Ich hör auf mit Fliegen, ihr macht nicht mehr Bumm. Na ja, da ist was dran. Dann flieg einfach nicht mehr rüber und es wird nicht mehr passieren. Keine Sorge, mir nicht mehr fliegt da drüber. Mir hier kein bisschen mehr fliegt, Freunde. Hey, ich denke, wir sollten uns lieber beeilen, bevor es dunkel wird. Jetzt verstehe ich auch, warum der Ort Schlucht der Glitzersteine heißt. Seht euch das mal an! Oder den hier! Und hier ist ein ganzer Haufen! Ach, sind das viele. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll.
toben und lachen, das ist klar! Sieh dir doch mal um! Glitzersteine liegen hier rum! Das macht Riesenspaß! Los, sag's, Ducky! Jap, jap, jap! Gute Freunde laufen um die Wette mit dem Wind! Der richtige. Der ist sogar noch hübscher als der, den ich verloren habe. Der ist ja noch schöner als schön. Ja, das ist er. Ja, ja, ja. Ich muss ihn nur irgendwie abkriegen. Wollen mal sehen. Oh, schnell, haltet ihn fest. Ich hab ihn. Oh, oh, ich hab ihn doch nicht. Das ist nicht gut. Nein. Das alles meine Schuld. Rauchberg immer noch sauer auf mir. Stinke, stinke sauer. Wir müssen aus der Schlucht raus, bevor die fliegenden Feuersteine den Berg runterrollen und uns den Weg versperren. Sarah, was machst du da? Ich bin hergekommen, um einen Glitzerstein mitzunehmen und das mache ich auch. Schnell, zurück in die Schlucht! Beeilt euch! Ich bin nicht da. Oh. Hey, wo willst du hin? Oh, oh. Legt den Zahn zu, ihr Lahmdinos. Wenn wir da oben raufkommen, sind wir sicher. Schnell, mir nach, Freunde! Worauf wartet ihr noch? Sieh nicht so, Spike! Oh, oh je! Oh nein! Schnell rauf! Beeilt euch! Nicht stehen bleiben! Hilf mir! Ich hab dir, Ducky! Oder auch nicht! Glitzersteine. Nein, nein, nein. Petri, du musst Hilfe holen. Ich flieg hier nicht. Nein, dann wird Berg noch mehr böse. Wie böse kann er denn schon noch werden? Petri, du hast den Berg nicht sauer gemacht. Selbst wenn es so wäre, müsstest du jetzt fliegen. Du bist unsere einzige Rettung. Na schön, also gut, mir fliegt. Petri, ich weiß, du schaffst es. Ich nicht so sicher wie Ruby. Mir macht nicht Berg sauer, mir macht nicht Berg sauer, hoffentlich. Er nicht sauer? Rauchende Berg ist doch nur ganz normaler Berg.
Keine Angst, Freunde. Ich beeilen. Ich wusste, er kriegt das hin. Japp, japp, japp. Tja, jetzt müssen wir nur noch warten. Ich kann's kaum abwarten, bis wir zu Ende gewartet haben. Wartet's nur ab. Hey, pass doch auf, wo du hinstapfst. Es ist ja so still. Ich hoffe, den Kindern ist nichts passiert. Mami! Petri! Autsch! Was ist passiert, Petri? Meine Freunde brauchen Hilfe! Liegt es etwa an mir? Oder ist es plötzlich heißer geworden? Es ist irre heiß. Ich sag's nur ungern, aber ich hab Hunger. Ich wünschte, du würdest mich nicht so ansehen, wenn du das sagst. Ja, das tue ich. Japp, japp, japp. Freunde, willkommen! Petri, du bist der Größte! Großmutter, Großvater! Wir helfen euch, Littlefoot. Na, dann kommt an Bord, Kinder. Ich bring euch auf die andere Seite. Und ihr kommt mit mir. Hey, das kitzelt. Immer schön langsam, ein Schritt nach dem anderen. Tria! Rate mal, was ich für dich habe. Wir sind extra hierher gekommen, um für dich einen Glitzerstein zu suchen und... Zera, pass auf! Oh nein! Ups, Ips. Es tut mir sehr leid, Tria. Ich meine alles. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Du bist mir viel wichtiger als alle Glitzersteine zusammen. Na dann, Abmarsch nach Hause alle miteinander. Sieht aus, als müssten wir einen Umweg über den Berg gehen. Wir nicht. Wir Fliegers. Und Rauchberg sind nur ein Berg. Wer als letzter zu Hause sind, kleiner Nestling.